Ich bin Elke Twesten, komme aus Schesel im Landkreis Rotenburg. Das ist auch mein Wahlkreis. Und ich mache dort seit über 10 Jahren grüne Kommunalpolitik. Ich kandidiere erstmals für den Landtag und mit mir wird erstmals auch eine Grüne aus der Region im Landtag in Hannover vertreten sein. Ich möchte Frauenpolitik für Niedersachsen jetzt für morgen wieder nach vorne bringen. Frauenpolitik muss wieder eine stärkere Gewichtung bekommen. Denn leider ist Gleichberechtigung immer noch keine Selbstverständlichkeit. Trotz der Erfolge von Frauenbewegung und Gleichstellungspolitik ist die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in erster Linie immer noch eine Frage für Frauen. Die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit ist weiter aktuell. Gender Mainstreaming muss weiter nach vorne gebracht werden, muss weiter umgesetzt werden. Die Frage, Gesetze in allen Politikbereichen daraufhin zu überprüfen, welche Auswirkungen sie für Männer und Frauen haben, steht in diesem Zusammenhang ganz oben auf der Agenda. Ziel muss dabei sein, Benachteiligungen rechtzeitig festzustellen und diese auszugleichen. Frauenpolitik heute muss sich an den realen Bedingungen für Frauen in verschiedenen Lebenssituationen, in verschiedenen Lebenslagen orientieren und vor allem die vielfältigen Lebensentwürfe für Frauen in den Mittelpunkt stellen. Gleichberechtigte Teilhabe an Bildung und Beruf ist dabei nach wie vor aktuell. Tatsächlich muss es jedoch um eine Gleichstellungspolitik gehen, in der die Bereitschaft für andere da zu sein auch zu einem Teil männlicher Lebensentwürfe wird. Nur wenn Männer und Frauen sich in diesem Bereich gleichberechtigt engagieren und die Anerkennung von Fürsorge auch eine entsprechende Akzeptanz im beruflichen Umfeld findet, kann eine nachhaltige, gute Frauenpolitik für Niedersachsen gelingen. Ich möchte in Niedersachsen für eine Gleichstellungspolitik streiten, in der Männern und Frauen diese Möglichkeiten im Sinne einer nachhaltigen Familien- und Gesellschaftspolitik geboten werden können. Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf brauchen wir in Niedersachsen eine Infrastruktur, die allen Eltern eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung garantiert und die Eltern und Kindern entsprechend ihren jeweiligen Bedürfnissen und Wünschen diese Bedingungen vor Ort auch schaffen kann. Wir fordern von der Landesregierung, dass konkrete finanzielle Zusagen für den Ausbau der Kinderbetreuung gemacht werden, die Frau von der Leyen in Berlin verspricht. Wir brauchen in unseren Kommunen bedarfsgerechte Angebote. Wir wollen eine kinderfreundliche Lösung. Wir wollen aber auch eine finanziell gerechte Lösung für die Kommunen, denn es reicht nicht aus, den Bildungsbereich nur mit Baumaßnahmen zu bedenken, sondern wir brauchen in diesem Bereich Möglichkeiten mit gut ausgebildetem Personal, Möglichkeiten für eine bestmögliche Förderung zu schaffen. Jeder Euro, den wir in den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zukunftsorientiert investieren, ist gut angelegtes Kapital und führt auch in Zukunft zu wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand für alle Bürger. Am 27. Januar haben wir mit Ihrer Stimme die Chance, die alte Politik abzuwählen und die Zukunft in Niedersachsen neu zu gestalten. Jetzt für morgen. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.